Und willkommen zurück zu Final Fantasy X HD Remaster, was weiß ich nicht, keine Ahnung, wir schwimmen mal dahin. Ja, möchtet ihr uns was erzählen? Boah, sieht der anders aus. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Die Musik. Finally. Die Musik. Things were starting to look up. Boah, muss das Kopfschmerzen geben. Say again. I meant forget that. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. Ja, genau. Ich mich auch. All right, back to practice. Back to practice. Coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Back to the village. Ist hier irgendwas? Ja, ich könnte jetzt hier alle anquatschen. Aber ich glaube, da bringt nichts. Wir laufen einfach mal eine Runde hier rum, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist zwar nichts. Nicht mal eine Kiste. Doch, da, guck mal. Antidot. Was ist das hier? Ist da irgendwas? Vielleicht später irgendwann, ne? Ah, da geht's wieder nur ins Wasser, da wollen wir nicht hin. War auf dem Stegbad. Ich glaube nicht. Aber gucken kann man ja mal, nicht wahr? Kostet ja nichts. Ah. Ja, super. Na dann, back to the village. I'm fucking hungry, dude. Give me something to eat. I need food. Waka, waka, waka. Ja, könnt ihr nicht, ne? Ihr seid zu dumm dafür. Ich weiß das schon. So, komm mal, waka. I felt like I could trust this waka. So, I just had to ask. It's true Xanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkin along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Spaß, ey. But you from the Xanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. So. Und jetzt können wir auch loslegen.
das eigentliche Spiel jetzt anzufangen quasi. Jetzt nehmen wir wieder den Speicherpunkt. Weil jetzt fängt die Story und alles erst richtig an. Erzähl mal was. Hey, it's this way. Was ist, wenn ich da lang gehe? Was machst du dann? Ah, fuck you. Shit. What the fuck? Eine wunderschöne Blume, gib mir die Blume. Ne, kann ich nicht nehmen. Ja, Spaß. Erzähl mal. Do you think? There's no fucking big idea. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Truhe war. Ey. Okay. Gar nicht schlimm. So, können wir uns mal angucken, was Wacker kann. Obwohl, ich weiß es ja, Angriff. Gut. Ach ja. Ah, der ist. Wacker ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben ja ein Sphero-Level. Und unsere Abwehrkraft ist etwas gestiegen. Sehr geil. Dann haben die schon viel geiler gemacht, ganz ehrlich. Also, das sieht beeindruckend anders aus. Ganz ohne Witz. Da ist noch eine Truhe. Aber wir kommen da nicht hin ohne Kampf. Ich wusste, ey. Ich habe gewusst. Ja, beiß mich doch mal. Voll geil. So, hier, Walker kann auch Techs. Im Moment blind hieb. Das heißt, wenn du den Gegner damit triffst, ist der Gegner blind. Solange es nicht ein Bossgegner ist. Aber bei den kleinen Scherzviechern hier lohnt sich das einfach nicht. Ah, so stark ist er doch nicht, wie ich sagte. Ja, genau. Tschüss. So, naja. Tschüss. Ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir, also gerade jetzt in der Anfangsphase auch, sollte man wirklich so gut wie keinen Kampf auslassen. Weil das bereust du spätestens, wenn dann der nächste Bosskampf kommt. Da bist du, hilflos, Alter, hilflos unterlegen. Und da muss man wieder leveln. Und man sollte, also ich mache da zumindest meistens so, ich versuche, dass jeder Charakter im Kampf drankommt. Damit da, wie gesagt, auch jeder dann AP erhält. Weil kommen nur diejenigen dran, die auch irgendeine Aktion mal gemacht haben. Auch wenn es nur einmal ist. Sehr gut. Darum sollte man echt immer gucken, dass man da wirklich. Ist hier noch irgendwas? Ne, dann würde eine andere Perspektive sein, ne? Wir kommen da hoch. Mein Gott. Bei den kleinen Scheißviechern hier kriegst du ja fast nichts. Das ist ja. Das lohnt sich ja kaum. Nur ein bisschen Kohle kriegen wir auch dabei, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hm? Yes, you're right. Bitch. A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then,
You can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Come on. What do I have to lose? Sure thing. Nothing. So? Dude, our team is gonna rock, eh? Ihr seht also, die Übersetzung ist nicht immer ganz akkurat. I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkin had in common. I wasn't too far off either. Ja, wieder festen Boden unter den Füßen. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. Boah, sieht das fett aus. 10 years. And we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Sind das Loser, ey. Wobei ich muss sagen, ich bin auch schlecht im Blitzball. Ich hab, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich letztes Mal gewonnen habe oder nicht. Wir brauchen einfach nur den Jack Spezial da, der ist auf jeden Fall Gold wert, aber. So. After quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. Hmm. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory! Oh, God. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Yeah! Victory? You're serious? Bet your ass on it. I'm fucking serious. Hier müsste jetzt auch schon wieder mal zu kämpfen sein. Eigentlich. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Don't worry, I can handle it. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Cruise of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Thanks, bro. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in the village. All right. So, I want to fight. Give me something to butcher. Ja, TF. Willst du mal irgendwas kaputt kloppen und dann kommt da nichts, weißt du? Na ja, egal. He saved village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. What's up? You do remember the prayer, right? Nah. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Everyone knows that sign. Go ahead, you try. Hmm. Not bad. Hey, not bad. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory.
Ja. Wenn du das sagst, Digga. Also er hat gesagt, wir sollen in den Tempel. Sollen wir jetzt hier noch rumschauen? Eigentlich brauchen wir das nicht, weil hier gibt es nichts zu rocken, solange wir nicht im Tempel gewesen sind, glaube ich. Und da wir auch noch ein bisschen Zeit haben, können wir mal eben hier bei der Bürgerwehr vorbeischauen. Aber ich glaube, das bringt alles noch nichts. Wenn ich mich richtig entsinne. Ist hier nicht ein Speicherpunkt? Ja, hier ist ein Speicherpunkt. Den brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. Ich quatsche dich einfach mal an. Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Ja. Ihr seid mir eine Hilfe. Was ist das hier nochmal? Lernprogramm? Nee. Ja, jetzt noch in den Tempel zu gehen, macht keinen Sinn. Weil dann kämen wieder eins nach dem anderen und das können wir besser in der nächsten Folge machen. Dann schauen wir uns hier nochmal alle Hütten an. Vielleicht könnt ihr noch was lernen. Nö. Ja, hier wird offensichtlich gewebt. Ist ja toll. Ich hätte vorlesen sollen? Nö, ne? War nicht wichtig. Ja, also wir müssen in den Tempel, anders geht das nicht. Aber wie gesagt, schaffen wir jetzt doch nicht mehr, innerhalb von 2-3 Minuten da zu rocken. Kannst du vergessen. Ach, guck mal, hier kann man was kaufen. Items kaufen. Ja, lass mal gucken. Wir haben 490 Gil. Wir haben nur noch eine Portion und wir machen das, dass wir... 6 Stück brauchen wir auf jeden Fall. Phönixfedern haben wir 3 im Besitz, reicht. Antidot haben wir auch im Besitz, reicht. Danke sehr. Also wie ihr seht, man kann auch Items einfach mal kaufen oder auch verkaufen. Wenn man zum Beispiel Schwerter gefunden hat oder so und das doppelt hat oder ein schlechteres, vertickst halt einfach. Ach guck mal, hier liegt eine Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. Was war hier? Da waren wir drin, ne? Hier ist Walker, aber im Moment ist da auch nicht, auch noch nichts zu tun. Go present yourself to the temple summoner before we eat, ja? Yeah? Okay. Also werde ich mal zum Speicherpunkt gehen und da einen Cut machen. Und dann werden wir genau da weitermachen beim nächsten Mal. Und dann direkt in den Tempel marschieren. Das ist der Plan! That's my great, 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 great plan. For next part. For the next part. Okay, dude. So, Leute, was ist das denn für eine komische Katze? Alter, ihr seid vielleicht hier ein paar Idioten. Gut, ich bedanke mich für's Zuschauen und sag, bis zum nächsten Mal. Tschüssen!